Willkommen zu meinem Format. Ja. Stadtland Matteo Streamer, setzt pinke dafür. Perücke auf und mein Chat einfach nur noch, muss bei Matteo gucken! Funktioniert folgendermaßen, wir schreiben halt alles rein. Der Erste, der abschickt, ne, der beendet die Runde für die anderen, so wie es halt normal ist bei Stadtland Stream. Oh. Und die Leute, die drin sind, das sind ja die, sind 1300, glaube ich, gerade, ja, 1200, die können halt voten. Ne? 50% braucht man, dann kriegt man Punkte, ansonsten wird es nicht gewertet. Und jetzt spielen wir die erste Runde. Jetzt schon. Ja. Zack. Oh, es geht ja los. Chat weg, oder? Chat weg, oder? Das geht sicher auch. Videospiel nehmen wir. Hä, wer hatten da, wer waren da jetzt schon fertig? Warte mal, ging's noch weiter runter? Ja! Es gab eine zweite Seite? Ja, natürlich! Wir haben doch einen Haufen Kategorien gemacht! Sind nicht aufgepasst! Nee, ich egal, wir gehen mal durch. Die Seite war fertig. Es gab eine zweite Seite. Ja, genau das. Da stand nichts von Scrollen. Oder doch, doch, doch. Es tut mir leid. Wir gucken einfach mal. Leid. Wir gucken mal, ob du da unten was rein. Du trollst doch. Du hast bestimmt. Nein, ich hab nicht gescrollt. Das ist kein Joke. Ich hab den Chat danach erst gelesen. Scrollen. Ich hab den Chat zugehabt. So, Chat. Ihr könnt jetzt quasi abstimmen, aber hier wird nichts falsch sein. Ne? Stadt Prag, Potsdam, Prag, Potsdam. Ja, so. Alle fünf Punkte. Einmal Potsdam. Warum haben wir jetzt einmal Prag? Hä? Frag ich mich auch. Hä? Ja, weil ich mir dachte, Potsdam. Was gibt's denn noch außer Prag und Potsdam? Gibt's nichts eigentlich. Portmund. Nee, das sind die einzigen Städte. Portugal. Portugal. Gibt's nicht mehr. Das war ein Land. Ja, das preußische Reich. Passau. Oh ja, Paris wäre gut gewesen. Naja. Und jetzt kriegt hier jeder 5 Punkte wahrscheinlich. Na, gehen wir auf weiter. Zack. Ja. Oh, Land. Ja, das ist Polen, wow, ich wusste, ihr nehmt, ich wusste, ich hatte auch Polen, ich wusste, ihr nehmt alle Polen. Shit. Mit Paraguay. Okay, 10 Punkte für Lesraland 5. Also, das wird dafür automatisch gezählt, oder? Ja. Automatisch gezählt. Okay, okay, cool, cool, cool. Stream! PewDiePie, Papa Platte, PewDiePie, Papa Platte. Moment mal, aber da ist PewDiePie Platt, da ist Fragezeichen, das ist ein anderer PewDiePie als meiner. Ja. Ich wusste nicht, ob das die richtige Schreibweise ist. Sag mal, ja, mit dem Fragezeichen PewDiePie ein Streamer? Ja, der hat auch gestreamt, Ah, er streamt auf YouTube ab und zu, ne? Es ist nur kein, nicht Twitch. Ach so, nicht, ich dachte Paluten nur, streamt auch, ja, oder? Weiß nicht, Paluten ist super, ja. Ja, ja, sagen alle. Hätten wir auch nehmen können. Videospiel. Ja. Prey. Prince of Persia. Oh, P und P. My boy. Ja, weiter bin ich auch nicht gekommen, Linda, siehst du mal. Ja, ich weiß nicht, ich hab 3 Wörter halt geschrieben und dann war auf einmal vorbei. Ja. Prada, Porsche und Pepsi. Das ist hier alles sehr. Ne? Legit. Pink Panther, Powerpuff Girls und Prince of Bel Air. Oh, Powerpuff Girls stark. Stimmt. Prince of Bel Air auch stark. Ja. Ah, ich kann Chat gerade nicht lesen. Mein Chat ist abgestürzt. Siehst du, er hat gelogen. Er ist gerade Donno weitergemacht. Lässt 2 Punk-Kreatives. Ja, ich musste nicht scrollen. Penis steckt in Hosenstall. Ja, vielleicht war die Sache, weil ich habe, weil ich beschäftigt war mit dem. Ja. Aber wenn das passiert, ist wirklich cooler Verspätungsgrund. Ja, ich weil dann muss man sagen, sich erstmal so wieder auch, ja, sammeln, auch bestimmt. Ich weiß nicht, ob kein Penis, aber vielleicht. Ja. Dann wir was alle gar ist Pankreatitis? Oh, warte, ich habe kein Gericht. Und eine Krankheit? Ich habe nicht gescrollt, siehst du? Ich nicht ja, gescrollt. Du hast nicht gescrollt. Pepperoni-Pizza? Ja, mein Fail. Ich hätte einfach nur Pizza schreiben können. Ja, das wäre genau. Erst in der Hälfte aufgefallen. Ja, Pommes, was ist, lecker, lecker. Pizza, dann kriegt man ja nicht mehr Punkte. Genau, ja. Mm, das auch. Das alles stimmt, ja. Das umgehst du natürlich auch, wenn du Pommes lecker, lecker schreibst, ne? Ja, ja, aber das war nur für das Stilmittel. Ich hatte heute Pommes und die waren wirklich lecker, lecker. Ich sehe dich. Siehst du? Muss ich. Ich sehe dich. Ich hatte auch Pommes. Yeah. Pilzpfanne. Eine Kündigungsrund, pennen während Arbeit. Aber ja, Lumi, wie hast du denn geschafft, so viel zu schreiben? Ich ja, Lumi, verstehe ich auch nicht. Reingeschreibt. Ja. Es tut mir so leid, dass ich das beendet habe, weil das. Ja, solltest du ja auch. Meine Gedankengänge sind mysteriös und komplex, Leute. Kriegt Lumi jetzt halt einfach Milliarden Punkte. Ja, wie schnell bist du denn, Lumi? Das ist aber echt, dafür hast du die Punkte auch verdient, ganz ehrlich. Ja! Du warst ja schon, Lumi ich war. Hätte dann einfach fertig gedrückt, oder? Du hast deswegen alle dachte ich denn, wer ist denn schneller als ich gewesen, bitte? Dann, nee, Lumi, du bist so Speedschreiberin. Ich mach so 2-Finger-Technik, ey. Ja, da war auch nichts dabei, was man irgendwie nicht voten könnte. Also auch ne? beim Schreiben. Was? Was? So.
Yay. Ah, Lumi, 100 Punkte, ja, 100 schon Punkte, over. Das ist ja... Ja, wir können ja einfach resetten, das war nur so Proberunde, oder? Nee, lass mal nicht machen. Ach so. Okay. Aber ich fand so. Bonus lecker, lecker gut. Oh, schaut mal, Blesk 2 ist besser als Blesk. Wer ist jetzt Blesk und wer ist Blesk 2? Ja, Blesk 2 bin nicht ich. Ach so. Ich dachte, Blesk 2 wäre Blesk. Ist bei mir nicht auch die geil. Krone? Ach so, ja. Stimmt. Oh. Warum? Ja. Wieso ist ja, weil ich der Lobbyleader bin. Aha, aber nicht verdient, ja. Weil Lumenti sollte Lobbyleaderin sein. Der König bin. Okay. Gut, okay, nächste Runde. Ich werde diesmal nicht nächste früher Runde. Abschicken. Nicht früher abschicken, ja? Nee, ja, okay. Sorry, es tut mir leid. Mir fällt nichts ein. Junge, ich habe gerade mega Blackout bei einer Sache. Fuck. Mann! Oh, ja, ich wollte auch gerade beenden. Ich wollte auch gerade beenden. Okay, ist aber gut, wenn wir uns ein bisschen Zeit lassen. Oh Mann, ey. Lissabon. Seid ihr so mega drauf aus, dass es alles richtig geschrieben ist? Oder wenn man es so ein bisschen. Wenn man weiß, was gemeint ist, passt es auch? Ja, also das, ne, der Chat entscheidet ja im Endeffekt, aber. Wenn man da jetzt so ein Dingsdreher drin hat, irgendwie. Litauen ist ein Land übrigens. Ja. Also. Wusste ich, ich habe die. Also Felder Schreibfehler vertauscht. Sind, glaube ich, kein Problem. Ich habe auch die Felder vertauscht, okay, also das ist immer geändert. Ich bin auch der Meinung, Schreibfehler sind fein, solange man weiß, was gemeint ist. Und wir waren in Hanau auf der Schule, da können wir es. Zum Beispiel Litauen, besser. Also. Nein, als ob du Lettland hast. Denn Litauen? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ja, ich dachte mir geil, Libyen Lettland. So, nee, ne? Libyen ich dachte mir auch geil, so. Lettland. Doch, Libyen ist doch richtig, oder? Okay. Echt? Okay, danke. Ihr wisst aber das Land Libyen. Ich meine das Land Libyen. Ach, du hast es auch geschrieben, Maluna, deswegen. Chat sagt anders. Man schreibt es einfach mit einem T anscheinend. Litauen. Litauen. Wir schreiben andersrum. Litauen. Alle Schreibfehler ist noch kein Grund hier. Ihr wisst alle, was gemeint war. Beruhigen Sie sich. Lettland. Luxemburg. Libyen. Ja, dann alle außer Lettland 10, oder? Hm. Aber in Lettland steht doch Land drin. Das macht ja gar keinen Sinn. Warum sollte das nicht 10? Ist so. Ja, weil wir beide Lettland haben und deswegen kriegen wir weniger Punkte. Achso, ja, okay. Auch Disneyland wäre da legitim gewesen. Dann haben wir einen Stream. Ach, guck mal. Ach, stimmt, ja, Lumenti, klar. Ja, das hat bei mir auch gedauert. Wie letztens ist mir bei K einfach kein Kutscher-Lol eingefallen ist. Lol. Lumenti. Philly ist damals auch keiner mehr Lumenti eingefallen. Luna Peruna, ne? Ja, genug wahrscheinlich. Ja. Oh, goddammit. Luigi's Mansion, Last of Us, Lost in Random und League of Legends. Das Schöne an Videospiel Last of Us, das kannst du jetzt auch als Serie nehmen. Ja, genau. Ja, das stimmt. Wir haben alle was Unterschiedliches, das ist krass. Ja, das ist echt krass. Ja. Geil. Marke, Louis Vuitton, Laser, Lux und Levi. Ja. Levi's, oder? Levi's, ja, Levi's. Was ist denn Laser? Morden. Was ist denn Laser? Kennt ihr nicht? Ich sehe nur, dass da gerade ganz krass. Beschreib mal, bevor du googelst. Beschreib mal, bevor du googelst, die Marke, die du gewählt hast. Also das ist so, die machen so Skijacken und die machen so immer, die haben so Reflexions Flächen und die sind mega Laser, die Jacken. Mega Laser. Ja, die dann halt nicht. Oh. Das Beste war, wie es so einfach rot geworden ist, wie ja. So ganz langsam. Einfach so immer so mehr. Lux ist irgendwas Licht, oder? Ja, aber ist das eine Marke? Ist, nein. Lux ist eine. Eine Einheit, aber auch eine Marke, oder? Das ist eine Einheit. Das ist keine Marke. Nein. Früher gab es immer so ein. In München, am Stachau. Hieß es so? Am Stachus. Da gab es immer so ein fettes Schild mit so Lux. Und dass die da irgendwie so. Keine Ahnung. Aber was für eine Marke ist das? Ja, die machen was halt so Lichtsachen. Lichtsachen, das Werkzeug wird dir geschrieben, das Werkzeug. Mm. Also wenn Laser nicht zählt, dann zählt Lux auch. Werkzeug? Naja, wenn man nicht weiß, was es ist, dann kann man nicht einfach irgendwas schreiben. Hä, aber warum? Nicht. Ich wusste ja, dass diese, also wenn man jetzt bei Levi's nicht weiß, dass die Jeans machen, so, ich habe halt diesen Markennamen schon mal gelesen und gehört, aber ich wusste halt nicht genau, ich was Laser das auch ist. Schon gelesen. Ja, das ist halt, ne, ja, wow. Chat ist immer die Jury und man muss halt überzeugend sein. Matteo hätte einfach so sagen müssen, voll Laser, wie du abgehst, und dann hätten alle so ungewortet so. Ach ja, und Werkzeuge machen die auch noch, genau. Was ist denn Lost für eine Serie? Kenn ich gar nicht. Lost? Wo die so stranden? Die ist, richtig, aber die ist auch richtig alt. Ah, das ist das mit dem, wo der Frau die Augen verbunden sind, das Meme, wo sie auf dem Boot sitzt? Nein. Nee, das ist hier Bird irgendwas.
Ja, wo der Typ dem Baby was vorsingt und das Baby weint dann. Oh, das mit den Zahlen. 4, 18, 15, 4, 8, 15, 16, 13. Aber es ist echt 13. so eine recht bekannte Serie eigentlich, aber die ist halt sehr alt. So. Ich bin's, ne? Also, hi. Hey, ich bin's. Ja. Nein. Wann bist du geboren, Maluna? Also, wann bist früh genug, um das eigentlich gesehen zu haben. 99. Da warst du aber noch sehr jung, als die rauskamen. Ja. Ja. Da warst ich du war so auch ein bisschen jung. Ich glaube, Anfang 2000 oder so, ne? Dann ist okay. Dann ist okay. Ach so. Aber habt ihr Lego Star Wars angehakt? Serien. Chat? Gibt's einen Film davon? Klar. Lego Star Wars? Klar. Echt? Wie ist dir denn als erstes bei L Lego Star Wars eingefallen? Weiß ich nicht. Lego Stimmt, Star Wars. Bei Marke hat niemand Film. Lego. Und dann Serie hat gibt sogar mehrere, glaube ich. Es gibt sogar relativ viele. Lego Star Wars, Sommerurlaub, Trailer German. Oha. Lego Star Wars, voll die große Franchise. Denkt man immer gar nicht, wenn man nicht so drin ist. Aber okay. Ich kenne ein paar Lego-Filme, aber von Star Wars halt keinen. Ja, die sollen voll gut sein, also, ich habe noch nie einen gesehen. Ja, kriegen wir so gute Ratings, aber ich habe auch nie was damit zu tun. Verspätungsgrund. Bless, sagt Licht am Fahrrad kaputt. Okay. Ja, finde ich schwierig, dass meins gerade so doll rot wird, aber naja. Warum geht meins runter? Lippenherb ist doch ein Verspätungsgrund. Man wacht auf, man hat einen übelst krassen Lippenherpes und der ist so richtig wund und man muss noch vor zum Arzt. Dann sagt man, ja, ich war noch kurz beim Arzt. Ja. Das geht ja wohl klar als Verspätungsgrund. Ja, aber dass der Bus zu spät kam nicht, oder was? Ganz schön schwierig, Chat. Ganz schön schwierig. Leck mich fett, der Bus kam zu spät. Ja, du musst ja, aber als ob nicht irgendjemand im Chat, ist es doch safe schon mal passiert, nein, dass der Bus zu spät kommt und dann sagst du, leck mich fett, der Bus kam zu spät und dann kommst du deswegen zu spät. Guck mal, das, ich das weiß es nicht. Das L muss doch Bezug haben zu dem. Ja, das ist doch. Ich bin so sauer. Also, weiß ich nicht. Ist das heute schon das wieder so eine Runde? Aber guck mal, die Jury ist allgemein sehr kritisch. Also, ganz kurz, ja. Wir nee, da den, bin ich auch richtig sauer. Wie hier alles so angerötet ist, so. Obwohl ja, so. Weil, ja, aber leck mich fett ist Quatsch. Du kannst ja leck mich fett vor alles schreiben. Was für Quatsch? Hast du noch nie gesagt, leck mich also fett? Also, Leberversagen ist ein legitimer Grund, wer da hier weiß ich nicht, ey. Da doch, ich hier um meine also in Punkte Deutschland gibt es keinen Verspätungsgrund, ja? Also, selbst wenn dir Bein abgefallen ist, du bist pünktlich zur Arbeit. Stimmt, ja, Leberversagen, nein. Du kommst hier pünktlich. League of Legends Game überzogen. Das wäre auch ein guter Grund gewesen. Oh, jo. Oh nein, Blesk und Blesk denken gleich, scheiße. Die Linsensuppe. Ja. Lachssteak, wow, okay. Lasagne, ja. Leberkäse, ja. Ich wusste nicht, alles wie ich es anders beschreiben soll, so heißt das doch. Alles legit. Warum wird das runtergebrochen? Ja. Das ist doch. Das ist so nice. Das ist so nice. Aber Chat weiß nicht, was Leberkäse ist. Gib doch Lachssteak in Google. Das ist ein mini roter Strich. Nein, guck mal, wie das weitergeht. Guck mal, der wächst. Das ist, gib das bei Google ein, das ist ein legitimes Gericht. Ja, Lachssteak ist doch vollkommen fein. Ja, also, ja, was soll denn der Hater gerade? Ja. Okay, also ihr dürft nicht, ihr müsst ein bisschen ruhig bleiben und sagen, ey Chat, nee, das und das, ne? In dem Moment, sonst kriegst du die Trotzvotes vom Chat rein. Kennst ja, wie der Chat ist. Müsst vorsichtig sein. Da muss man. Komm, wenn Sie das Lachssteak nicht mögen, ist fein. Wie kann es denn sein, dass ihr beide auf Linsensuppe gekommen seid? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist ein gutes Gericht oder nicht? Ja. Wir kommen beide aus Bayern, das ist Tradition. So. Also ich erkläre euch mal ganz kurz Leberkäse für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist weder Leber noch Käse irgendwie. Also glaube ich, so ist es irgendwie so kann man auch im Brötchen essen. Ist so ein komisches so gepresster Fleischabfall, ja. Fleischstück, keine Ahnung, ich weiß nicht mal von welchem so ein Fleischding halt. Und da macht man manchmal auch Käse rein und so. Also in wie spritzt man das rein manchmal, wenn man ganz fancy das ist. Das kennt man safe. Ich glaube, Leberkäse ist wirklich einfach so Fleischabfall. Also so, ne, das ist halt so überbleibt. Das ist zusammengepresst, oder? Ja. Ist einfach so eine Wurst, so eine, wie so ein Mortadella, nur anders. Ja. Ja. Okay, geil. Wie sieht's? Hier. Kündigung. Ich denke nicht, dass sie das Käse nennen dürfen. Ich will, dass der Verbraucherschutz sich da einsetzt. Ist ja gar kein Käse, ne? Leserschuss also, auf Kündigungsgrund. Den Chef. Aber ist es ein Kündigungsgrund, wenn man Liebe macht mit der Chefin? Naja, wenn du einen Betriebsrat hast oder so, der kriegt das mit und dann, ne, dann. Darf man das nicht? Nee, ich glaube nicht. Scheiße. Also gibt bestimmt ein paar Leute, die schon rausgeschmissen worden sind, weil die was mit der Chefin hatten. Safe. 100 Pro. Okay.
Ich glaube, dass mehr Leute, ich glaube, dass mehr Leute rausgeflogen sind, weil sie mit der Chefin was hatten, als dass sie auf den Chef im Laser geschossen haben. Ja, aber guck mal, jetzt stell dir mal die Situation vor, du arbeitest in dem Laserbetrieb, wo die Jacken herstellen. Und die werden ja gelasert, die Laserjacken. Und dann schießt du mit dem Laser auf deinen Chef, mit Absicht, weil du magst ihn nicht. Klar bist du dann gekündigt. Mit einem, mit was für einem Laser? Naja, mit so einem, weißt du, diese, so, gibt es so imprägniert, also Prägelaser. Diese Laser, die so, wie so eine Tasse. Wenn man eine Tasse prägt, dann mit so einem Laser. Ist so geil, dass du das leck mich fett, der Bus kam zu spät, krieg voll rot, aber ein Laserschuss auf den Chef, der ist legitim. Aber das ist doch ein Kündigungsgrund. Es gibt ja es gibt Lasergeräte, oder? So ein Lasercutter. Wenn du mit dem auf deinen Chef schießt, ja, das safe ist nicht gut dann, ja. Ja, das safe ist rausgeworfen. Stimmt er auch, wahrscheinlich. Ja. Vielleicht. Ja. Ja. Lieblingsvase vom Chef kaputt gemacht. Irgendwie der Laserschuss, der kämpft gerade um sein Leben. Ja, wie der Chef, der kämpft vom Laser getroffen wurde. Tier. Ach, Mann. Ach, guck mal. Oh nein. Auch schon wieder alle doppelt. Es gibt nur zwei Tiere mit L. Das ist richtig. Ja. Es hätte auch noch den Lachs gegeben. Fairerweise. Stimmt, ja. Nachdem oder ich die zwei Dinger auch drüber noch geschrieben habe. Der Lurch, den gibt's auch noch. Schon Lurch, ja. Ja. Das ist Seitans Emote gewesen. Oh mein Gott, Lama, Libelle, jo. Ja. Ja. Stimmt. Lustmolch. Okay. Ja. Ja. Hast du den schon mal im Zoo gesehen? Der Chat wieder gesagt, oh, wir verstehen können. Löwe wäre auch gegangen. Alter, Löwe. Löwe. Auch mega nahe. Libelle. Ja. Okay, alles geil. Dann lass die Runde schnell beenden, bevor mein Laserschuss abschmiert. Ja. Kann man noch nachträglich voten? Nein. Geht das? Nein, das geht nicht. Jetzt nicht mehr. Na gut. Okay. Oha. Jetzt nicht mehr. Ey, Lumenti, du bist ja insane. Ja, Dankeschön. Die war aber, also die hat echt einen krassen Vorteil gehabt. Das ist Five Head Brain. Die hat irgendwie ja, konnten meine Twisted Gedanken mal raus. Nächste Runde. Let's go. Oh! Mir fällt nichts, mir fällt. Oh. Oh. Oh Mann, ey, ich habe so viele Sachen nicht. Oh. Gott, ich habe gar nichts gewusst. Ich hatte einfach richtig Blackout. Osnabrück, Osnabrück, Osnabrück und Oslo. Warum kommen die alle auf Osnabrück? Das war auch das Erste, was mir eingefallen ist. Das ist das Erste, was reingekickt hat. Ja, ja, ja. Das ist unser Bundeskanzler geboren, oder? Osnabrück? Keine Ahnung. Bestimmt. Also gleich kommt was ganz Gutes von mir, ein Banger gleich bei Land. Ja, Ohio. Gut. Ohio ist ein Bundesstaat, oder? Ohio! Ohio. Aber wie schreibt Ohio? Ohio schreibt man anders, oder? Hey, warum kennt ihr alle Oman? Woher? Oman. Weil das immer bei Stadt, Land, Fluss Oman gesagt wird, wenn ja, O kommt, ja, weil dann sagen die Leute immer, das einzige Land, das es mit O gibt, ist Oman. Ja, so. Genau. Oman oder Oman? Oman, ja. So Österreich würde ich auch zählen lassen, ehrlich gesagt, aber. Ne? Ja, aber ja. Stream. Oh. Otto Bulletproof. Ah okay, ja, Oberbayer, oh mein Gott. Ja. Wer ist Okko? Okko ist ein Zerg-Spieler in StarCraft. StarCraft-Zerg-Spieler. Und jetzt werdet ihr denken, Pixel, ja, das habe ich mir ausgedacht. Aber nein, ich kenne ihn sogar so gut, dass Bondra und seine StarCraft-Schule mal fusioniert sind. Ganz am Anfang. Der hatte auch so eine StarCraft-Lernseite. Und Okko ist auf jeden Fall ein Stream. Er hat einmal gestreamt vor 2 Monaten. Das ist egal, wann der gestreamt hat. Der hat StarCraft gespielt. Also nee, der hat früher StarCraft gespielt, ja. Also das stimmt, diese Story stimmt wirklich. Das ein einziger Stream vor 2 Monaten. Ja, aber der hat damals regelmäßig gestreamt. Das ist ja egal, ob der noch aktiv ist oder nicht. Ja, weiß ich nicht. Na, Chat, das entscheidet ihr, okay? Ihr entscheidet einfach, das passt schon. Na, das ist ja keine Entscheidung, das ist ja ein Fact, das ihn gibt. Oh. Das ist ja nicht so ein, Meinungsding. Ich hab so lange überlegt, wegen dem scheiß O-Spiel, ne? Und dann, wie witzig, aber du schreibst einfach ab so bei mir, oder was? Hast du viel offen, oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung von Theo. Ey, wir haben ja immer dasselbe, Osnabrück, Oman. Ja. Okay, außer das Stream aber. Ja, da wäre es komisch, wenn ich Okko gehabt hätte. So. Da wäre klar, dass ich jetzt Stream offen habe. Ja, genau, das ist Okko. Osu und Overwatch. Overwatch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was könnte sein? Overwatch, ja.
Ja, also easy eigentlich. Hm. Kommen wir gar nicht drauf. Warte, ja, wir haben Forest beide falsch geschrieben. Du schreibst ab. Echt? Haben wir beide Forest falsch geschrieben? Fehler falsch abgeschrieben, du schreibst ab. Gibst du nee, jetzt. Hä, ist richtig. Forest. Nein. Nee? Einmal ist amerikanische, einmal englische Schreibweise. Ah, ja, das ist, dann ist mir egal. Ja, das ist mir egal. Forrest Gump schreibt man auf jeden Fall mit 2 R. Hm, ist das so. Ist aber ein Name. Marke, OnlyFans. Ist das eine Marke? Yes, ja, safe eine Marke. Ja. Safe. Ja. Aber guck mal, da kommen Otto, schon die Downvotes. Opel und Opel. Ja, na, weil das... Otto, Opel, Opel, ja. Safe, oder? Auf welchen Otto bezieht sich das jetzt hier? Otto-Katalog, der Otto-Katalog. Ach ja, stimmt. Ja, hallo? Hä? Ja, Otto. Du hast vollkommen Opel, recht. Opel. Oreo, ja. Weil ich habe nämlich an Otto Walkes gedacht, aber... Der kommt noch. Ja, bei mir auch. Der Otto-Katalog. So, Serien. Ich finde die schön, Schrank. Black. Oh, das ist stark. Mhm. Dann Bless 2 hat Otto oben. Der Film. Jo. Maluna, Otto, der Film. Oz, ist Zauberer von Oz, oder was? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich hatte nur aus dem Kopf. Okay, Chat, hear me out. Ich weiß, hier sind viele jüngere Leute. Aber Otto Walkes Show. Otto war so ein richtig krasser Comedian in Deutschland, der auch die Otto-Fanten erfunden hat. Und es gab auf Super RTL. Und den Otto-Katalog. Regelmäßig seine Show, wo dann halt auch so Jokes gemacht wurden, wo so seine Otto-Fanten vorgestellt wurden. Also, ja. Möchte nur betonen, nur Oz gibt's auch. Ja. Da spielt doch der von. Das stimmt. Otto Walkes Show gibt's safe, oder? Also hast du ja gerade gesagt. Und Oz gibt's auch. Das ist mit der Neuverfilmung mit dem Typ, mit dem. Ja, das von heißt so. 127 Stunden. Stimmt, ja, genau, der. Mhm. Ja, da könnt ihr nichts ankreuzen, tatsächlich. Das ist alles richtig, glaube ich. Oben. War so oben. Ich finde es so immer noch so krass, dass ab oben heißt. Ich wusste es immer gar nicht. Ich dachte auch so. Ich wollte eigentlich abschreiben, dann dachte ich, aber das geht ja gar nicht mehr mit U. Und dann ist mir aufgefallen, du kannst es einfach in Deutsch nehmen. Aber ist trotzdem wild. Ja, voll eine gute Frage. Dein Hirn denkt interessant. Mysteriös und komplex. Junge, bei Oz wurde ja so gerade so krass gerudert, ey. Hab ich noch nie gesehen. Aber ich kannte die Otto Walkes Show gar nicht. Wo, lief die auch auf RTL oder was? Oder? Ja, Super RTL lief die. Hab ich mit meiner Omi immer geguckt. Ich kenne nur die. Ja, willst du da nicht zu spät kommen, oder was? So, ich wollte diesmal was Safes machen, wo man gar nicht sagen kann, oh nee, das zählt gar nicht. Ja, bevor mich der Chat jetzt hier wegcancelt, ne? Stellt euch mal vor, ihr seid der Sohn von einem Zoowärter. Also. Und der passt gerade auf Orang-Utans auf. Der hat nämlich der Zoowärter, der Vater von euch, ne? Der hat auch so eine Pflegestelle für so ausgesetzte Tiere. Ja. Und jetzt wollt ihr so zur Schule fahren und dann fällt euch auf Scheiße. Ich habe meine Hausaufgaben in der Küche liegen lassen. Und ihr geht zurück, ihr werdet immer noch perfekt in Time und so. Und dann seht ihr der Orang-Utan, der hat sich gerade Butter und Nutella auf die Hausaufgabe drauf geschmiert und mampft die jetzt einfach. Und da könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr dann nicht zu spät kommen würdet. Otto, Hausaufgaben und Nutella, ja. Hund hat meine auch. Komplett. Aber der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen, das ist ja auch gang und gäbe. Das wird immer schlimmer, gerade merkst du es, Christian? Ja, also naja. Für die Hausaufgaben halt nicht fürs zu spät kommen, so, was ich meine. Chat, ihr seid Hater, wisst ihr? Ihr seid blöde Hater. Okay. Lass die Hater nur reden. Oh. Alter, Ofenknödel. Ofenknödel, das ist ein. Eins meiner Lieblingsgerichte. Unbedingt wieder Ofenknödel. Was ist dein Ofenknödel? Ofenknödel. Ich weiß gar nicht, was es genau ist, tatsächlich. Ich glaube, das ist so wie so ein Semmelknödel, aber ein bisschen anders. Ich weiß nicht, was es genau ist. Meine Mutter hat das immer gemacht. Und das war so mein Lieblingsgericht auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ja, dann könnt ihr auch gerne googeln. Also Ofenknödel gibt es 100%. Okay, Leute kennen Orange Chicken anscheinend nicht. Orange, das ist eine sehr bekannte chinesische oder asiatische Speise, die man auch oft in asiatischen Restaurants in vegan genießen kann. Und Omelette. Sehr lecker. Omelette. Nice. Geil. Ja, easy. Wieso sagt man eigentlich Omelette, wenn es Omelette geschrieben wird? Ich hab keine Ahnung. Warum sagt man Sean Bean, wenn es eigentlich Sean Bean geschrieben wird? Sean Bean? Stimmt, man sagt ja auch Scheiblette. Scheiblette? Omelette. Hä? Was ist eine Scheiblette? Was? Das ist so dieser amerikanische Käse, oder? Eine Scheiblette? Okay, Leute, was ist denn bei euch los eigentlich? Ich kenne nur Schablonen. Was? Das habe ich ja noch nie gehört. Was ist das? Käse. Amerikanischer Käse. Scheiblette? Ja. Hä?
American Cheese, das ist dieser. American Cheese ist dieser einzeln angepackte Käse. Mach mal schnell, das heißt bei uns Scheiblette. Ach so. Ach so, ich dachte, das wäre so Sandwich-Käse. Ach so. Ja, Matteo, das ist doch richtig, oder nicht? Käse, was? Ja, ja, das ist richtig, Alter. Das ist doch American Cheese. Aber Scheiblette ist doch nicht ein amerikanischer Käse. Nee, American Cheese ist, glaube ich, das, was immer so in diesen einzelnen Plastikfolien angepackt ist. Ja. Bei uns ist das halt Scheiblette. Der Sprühkäse? Nee. Naja, lass mal schnell weitermachen, bevor Kündigungsgrund. Ohne Hose zur Arbeit. Wiederholt. Wiederholt, stimmt. Ja, das ist ein guter Grund. Oftalmoskop gestohlen. Ja, da google ich ganz kurz mal. Das ist ein sehr teures Gerät für den beim Augenarzt. Da kann man die Augen mit untersuchen. Und wenn man stiehlt, ist ja mega scheiße, weil es mega teuer. Ich sehe hier eine rote Tendenz bei mir. Also ich möchte kurz, ohne ist legitim. Wurde ja jetzt auch bei vielen benutzt. Und ohne Handschuhe Essen in der Küche anzufassen, ist tatsächlich ein Kündigungsgrund. Also ich habe in der Gastro gearbeitet, das ist tatsächlich. Ah. Also, ja. Gibt sehr strenge Vorschriften. Stimmt. Ist auch gut so, weil ich will auch nicht, dass mein Essen angefingert wird. Mir ist egal. Das macht natürlich auch keiner bei McDonald's und Burger King, aber theoretisch. Ja, sogar die Ratten tragen Handschuhe. Handschuhe, genau, Sogar die Ratten tragen Hände. Naja, Handschuhe. Oh mein Gott. Ich kann nicht reden. Ich glaube, die mit so Händen dann durch die Küche. Das ist widerlich, Junge. Ich kann doch nicht reden, leider. So einen ranzigen McDonald's-Burger. Warum kommt ihr ohne Hose zur Arbeit? Warum hatten wir beide ohne Hose zur Arbeit? Sicher jetzt erst. Als Kindergär, what the fuck? Das ist ein Ophthalmoskop. Ist doch ein Kündigungsgrund, oder nicht? Ophthalmoskop ist so ein Augenuntersuchgerät. Ich glaube, in vielen anderen Jobs kannst du ohne Hose zur Arbeit. Zum Beispiel so Bürojob. Ich glaube, das war was. Wenn du Homeoffice machst, okay. Ach so, ja. Okay. Aber als Kindergärtner, schwierig. Ja, aber zum Beispiel so Bademeister oder so ist ja immer ohne Hose. Mann, warum hast du den Orang-Utan weggemacht? Bademeister ist immer ohne Hose bei der Arbeit. Wo hat deine Hose? Ich habe auch Orang-Utan weggemacht, Flisk. Ja, ich dachte mir, jemand hat bestimmt Orang-Utan. Ich dachte auch, jemand hat das. Ochses vielleicht. Ochse, Otter, Ochse. Orca, Otter. Oh, geil. Otten. Orca. Otten. Das ist alles geil. Gut. Ohne Hose und Orang-Utan, ja, perfekt. Oha, ich hab die meisten Punkte. Danke, Chat. Oha, jo. Die meisten Punkte. Oh. Matteo kommt langsam näher. Ich komme. Letzter. Okay. Was? Oh. Das hatte ich schon mal das Problem. Junge, ich kann nicht. Ich bin dumm. Jetzt. Scheiße. Kündigungsgrund, Tötung eines Mitarbeiters. Was? Ihr drückt schon? Ach, scheiße. Jetzt im Nachhinein werden wir alle ja, Chat. Man hat Druck, man kann nicht einfach so. Ja. Man kann nicht einfach so. So ist. Ja. Vor allem, ich war schon so fertig und ich gucke schon so 5 Sekunden drauf. Ich so, wait, ich kann doch einfach abschicken, hä? Was zum Fick ist denn Troisdorf? Troisdorf ist in der Nähe von Köln oder Düsseldorf, ich weiß gerade gar nicht, aber ich habe das oft bei der Bahn gelesen. Das ist so eine Endhaltestelle. Aber oder Richtung Troisdorf. Stadt gilt erst ab 100.000 Einwohner. Junge, wenn Google mal Troisdorf, da steht direkt die legit. Stadt Troisdorf. Wie viele Einwohner? Tübingen. Ich möchte die Einwohner erinnere mich an eine Runde, wo ich Thüringen gesagt habe. 77.000. Willst du Troisdorf seinen. Das zählt nicht als Stadt. Als und warum steht dann Stadt Troisdorf? Ja, okay, das zählt als Stadt. 100.000 ist Großstadt. Okay, alles okay. Ich wollte nur testen. Na gut. So, alter Turkmenistan. Ja, ich wollte erst Tadschikistan nehmen und dann wusste ich nicht, wie man Tadschikistan schreibt. Alles klar. So, ja, lass mal schnell weitermachen, das stimmt ja. Türkei, was? Tasmanien, Tansania, Türkei. Genau. Tasmanien, Was kommt da kommen Tasmanien? Doch die tasmanischen Teufel her. Ja, hä? Hallo? Tasmanische Teufel kommt natürlich aus Tasmanien. Tasmanien ist aber ein australischer Bundesstaat, oder nicht? Nein. Das ist ein. Wie viele Länder sind denn in Australien drin, deiner Meinung nach? In Australien keins. Ja. Ja. Das ist auch nicht in Australien, das liegt da drüber. Mein Chat sagt, Tasmanien ist eine Insel, kein Land. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber schaut mal, was ist auch eine Insel? Australien. Also, ja. Australien ist ein Kontinent, ein Land? Drunter. Ja, ich gucke von oben, Chat, deswegen ist es drüber.
Guck ja von oben runter. Ja, komm jetzt. Mann, ey, da gebe ich mir einmal Mühe. Pain. Ja, lass weitermachen, komm, dann ist das Bein halt raus. In Australien ist ein Land, Ozeanien ist Kontinent, so streng genommen, oder? Bin sicher, da lerne ich hier noch was. Genau. Ja, Tim, mit Tim Horus, keiner hat Tim Horus geschrieben, deswegen hat... Oh mein Gott. Ja, ich dachte, Tim, ich hatte erst Tim Horus, ich dachte, safe nimmt ihn wer anders, habe ich schon auf Timmit geändert. Dann dachte ich, okay, Tim. Ja, wenn ich die Streams nicht gucke, dann fallen mir die auch nicht ein. Okay. Joke, war Scherz, weil ich kenne die ja. Trimax wäre auch gegangen, okay. Stimmt. Oh ja. Das ist so krass, wie in dem Moment einfach bei mir Funkstille in meinem Gehirn ist. Voll. Ist so Film mit T? Gibt's keinen. Gibt keine Serie, kein Film, keine Anime mit Tee. Das gibt's einfach nicht hier. Gar nicht. Das existiert nie, leider. Also, ich kann das erklären mit The Last of Us. Vorhin habe ich nur Last of Us geschrieben. Und dann hat er gesagt, warte mal, es heißt The Last of Us. Und ich so, oh ja. Okay. Ja, aber jetzt ist halt zu spät, und ne? Und verbessert. Also, es ist ja. Da kann man ja nicht mehr. Aber jetzt ist ja zu spät. Jetzt ist richtig. Ja. Mhm. Das kann dir ja nicht mehr angestrichen werden. Scheiße. Ey, mir ist nichts eingefallen. Ich war so blank. Blink. Chibo auch gut, ja. Moment, warum wird Teegut rot? War der noch nie in einem Teegut? Was ist ein Teegut? Das ist wie ein Aldi und ein ja, Netto. Ja, das aber ist so schreib mal das mit. Das kenne ich auch schon wieder gar nicht. Oder? Das ist so krass. Ich kenne nichts, ey. Nee. Ich kenne Teegut auch, aber es gibt es nur in Hessen oder so. Genau, ich komme aus Hessen. Ja, Teegut schreibe mit krass. einem ja, du auch, ne? Ja, stimmt, ja. Ich erinnere mich. Oh. Stimmt, Teegut ist überwiegend Süddeutschland. Wir sehen, die Roten sind tatsächlich nicht aus Süddeutschland. Ich möchte einmal gucken, Teegut gibt es tatsächlich. Die Roten sind so wenig. Das gibt es wirklich, da gibt es Lebensmittel anscheinend. Ja, noch Standardabweichung ist alles crazy, gut. Ey, wow. Boah, Teekanne wäre nice gewesen uns als Marke. Dingsbums hatte Tetris bei Videospiel. Ich liebe Tee. Ja, ich spiele auch keiner mehr, ist ja zu alt. Besonders den Tee von Tetris. Teekanne. Mhm. Mann, Teekanne ist wirklich voll geiler Tee. Ja, finde ich auch. Ja. The Shining wäre ja auch gegangen. Oh no. Ja, Twisted ist so ein Mystery-Thriller. Da will ich jetzt ein bisschen Plot haben, weil du bestimmt irgendeinen Titel haben. Ja, es ist so dieser typische, schlechte Mystery-Thriller, wo du von Anfang an schon weißt, was der Plot-Twist sein wird. Das ist relativ neu sogar. Also es ist gar nicht mehr so Twisted. Nee, ich werde doch nicht alles spoilern jetzt im Stream. Du sagst mir jetzt wenigstens in den Anfangs. Plot, los. Ihr könnt doch nachgucken. Nee, nix da. Das ist wie bei mir mit Laser. Ja, die Leute sind auf einer weißen Matte und dann rollen die. Und ein Schauspieler, sag ein Schauspieler. Und dann müssen die Hand auf Rot machen. Nein, mach, sag ein Schauspieler. Ein Schauspieler. Ein Schauspieler. Egal wen. Andy Garcia. Der spielt da mit. Ja. Bei Twisted. Kann das jemand nachprüfen, bitte, weil ich bin zu faul. Besetzung. Gib sag ihm nicht, Film, dass ich gegoogelt habe, ja? Ja, der spielt ja wirklich mit Andy Scheiße. Garcia. Scheiße. Hä, lol, krass. What the fuck? Das war jetzt richtig impostermäßig, ich hab's nicht geglaubt. Ja, ich auch nicht. Das heißt Twisted, der erste Verdacht. Ich hab die Andy Garcia habe ich gerade gegoogelt, okay. Und die lief viel das hast besser. Du nicht, du hast nicht gegoogelt. Der Andy Garcia, keine Ahnung, ob der Andy Garcia mitspielt oder nicht. Nee, der spielt da wirklich mit, ich hab gegoogelt. Ja. Der Tomatenlaster auf der A12, man kennt's. Ja? Scheiße, wenn das passiert, oder? Stimmt, aber ein guter Grund, das ist ein guter deswegen Grund. Deswegen ist da immer Stau. Tasche daheim vergessen und deshalb nochmal zurückgemusst. Aha, ja. Aber der Orang-Utan zählt nicht. Hä, warum? Ja, aber Tasche ist ja, das passiert einem ja dauernd. Wie oft isst ein Orang-Utan dein Sandwich? Du weißt wegen Tetanus zu spielen. Tetanus. Ja, Tetanus ist eine voll schlimme Erkrankung. Aber muss warum man nicht eh rot? Schon, muss man hey, nicht eh geimpft, verarschen? Aber muss man nicht eh geimpft sein? Vorher schon. Ja, aber das ist jemand, der hat Angst vor Spritzen und der hat keine Tetanus-Impfung bekommen und deswegen hat er Tetanus. Und deswegen aber dann ist es eher ein Kündigungsgrund, an dem Tag eher. Die Tetanus-Impfung bekommen und ist deswegen genau. Zu spät bekommen. Ja, genau. Tetanus war der Grund, ja. Wenn das rot wird, also ist Quatsch. Indirekt ist Tetanus, weil damit man keinen Tetanus bekommt, musste man zur Impfung gehen. Und dann, deswegen ist man zu spät gekommen. Nee, also die Person hat einfach Tetanus, aufgewacht Tetanus, konnte nicht pünktlich kommen. Okay, ich wollte dich retten, Matteo, dann nicht. Warum? Tante hat ein Baby bekommen und Tür ging nicht auf. Ja, also das ist ja wohl legit Tetanus. Also als ob es kein Orang-Utan, an den ich mir jetzt ausgedacht habe. Tante hat ein Baby bekommen, okay. Warte mal, können wir über Tür ging nicht aufreden, bitte? Ja, aber Chat liebt es, guck mal, wie wenig runter ist. Na, die ging halt nicht auf. Also...
Ey, du kannst doch nicht zur Arbeit kommen und sagen, ja, das ist ein türkischer Honig. Türkischer Honig. Dann trittst du die gefälligst ein. Kennt jeder, der die Königin von Narnia geguckt hat. Ja, da kriegt nämlich der kleine Edmund von der weißen Königin türkischen Honig und das ist der Grund, warum er seine Geschwister verrät. Aber das ist ein türkischer Honig ist so, ist doch so ein Nougat, oder nicht? Nein, das ist so ein, also das ist halt sowas Süßes. Ja, das ist doch Nougat, oder nicht? Oder? Nee, das ist kein Nougat, das ist so ein. Also weiß, Nougat ist ja so mit Nuss und so Schokolade und so. Ja, aber türkischer Honig ist Nougat. Nein, ich habe schon mal türkischen Honig gegessen, das war kein Nougat. Das ist wie so, ja genau, wie so Gelee oder so. So ganz süße, klebriges Zuckerzeugs. Ja, das habe ich mir sogar mal gekauft. Vor allem wegen diesem Film wollte ich das unbedingt essen und dann hat mir meine Mama das irgendwie besorgt und das war super widerlich. Doch, wirklich, dieser Film hat mich so reingewertet. Weißer Nougat, ja. Ja. Das ist mega lecker, das ist super lecker. Das hab ich als Kind mein Bruder hat das immer auf dem Weihnachtsmarkt gefressen. Ich hätte gesagt, dass es hell war. Was? Ja. Das ist Nougat, doch, klar. Das ist weißer Nougat, ja. Was? Bei mir hat das einfach nur so nach so Rosen und so geschmeckt. Das war richtig widerlich. Ja. Dann meinst du vielleicht noch was anderes. So also richtig pappesüß auch. Ja, da gibt es noch so ein anderes, so Gelee-artiges, aber das ist kein. Ja, ja. Aber du meinst türkische Light wahrscheinlich, oder? Das kann sein. Ja, das kann sein, ja. Ja, ja, ja. Ah, ja, du meinst türkische Leid. Aber ist egal, türkische Honig ist jetzt auf jeden Fall was zu essen. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob es ein Gericht ist. Ob es ein Gericht ist, ja. Aber da muss Chat diskutiert ihr das unter euch aus. Man könnte sagen, es ist eine Nachspeise. Das ist auch so geil, ne? Das sah ja im Film auch gar nicht so aus, also das ist ja voll der Bait. Ah ja, hier mit Rosen. Ich hab so den Tomatenlaster drin gehabt und dachte mir so, ah, Tomate ist ja voll easy bei Gericht. Dann so, ah, Gericht mit Tee, Tomate, Tomatenspaghetti, Tomatennudel. Ich so, hä, das gibt's überhaupt nicht. Tomatensuppe wäre so easy gewesen, ey. Lol. Trüffelpastete, ja. Ja, allgemein alles mit Tomate, so richtig. Ja. Tomate, Mozzarella. Ja, Mann, Tomatensalat auch. Kündigungsgrund, Tötung eines Mitarbeiters. Okay, entspannt. Grönland ist kein Land, glaube ich. Okay. Hey, zurück. Ja, ging nicht. Tut mir leid. Okay, aber man kann ja trotzdem noch voten, glaube ich. Also Tötung eines Mitarbeiters auf jeden Fall. Ja. Trennung von Chef und Frau herbeigeführt durch Affäre. Ja, das ist. Aber ist es echt ein? Ja, wahrscheinlich schon. Hey, safe. Ich hätte einfach die einfachen Sachen zuerst machen sollen. Ich hab bin gar nicht ready gekommen. Tanga auf der Arbeit geklaut vom Chef. Ja. Wild. Schon. Würde ich das auch kündigen, bin ich ehrlich. Timing für Gehaltserhöhung war kacke, also gefeuert worden. Ist das ein Kündigungsgrund? Stell dir vor, du sitzt in deinem Personalgespräch mit deinem Chef und sagst, hey, ich habe so gut gearbeitet, ich würde jetzt mal die Gehaltserhöhung nehmen und zwar um 5.000 Euro. Und dann sagt der Chef, nee, das können wir aber nicht machen, das ist ganz schön frech von Ihnen. Da stellen wir lieber jemand Neues ein, der für die Hälfte arbeitet, Sie sind gefeuert. Also so stellst du dir Arbeitsverhältnisse in Deutschland vor. Die Frage ist ja, ist das unrealistischer, als ein Orang-Utan, der deine Hausaufgaben isst? Ist das wirklich so unrealistisch, dass das rot wird? Weil das so unrealistisch ist wie ein Orang-Utan, der deine Hausaufgaben isst. Weil er eine Gehaltserhöhung möchte. Das kannst du anfechten auf jeden Fall. The fuck? Ja, aber es geht doch darum, ob jemand... Als ob du auch Tarantel geschrieben hast, Matteo. Ich dachte, das wäre so ein richtiger Diamond Pick. Oh, verdammt. Ja, dann noch eine Runde dann. Yes, let's go. Oh, es wird knapp. Oh, es ist möglich. Es ist nicht, wenn ich wieder auf Abschicken klicke. Scheiße, stimmt. Boah, es kommt irgendwie so Y oder sowas, I tell you. Wir machen die Regel aber, dass wir nur abschicken dürfen, wenn wir wirklich jede Spalte auch ausgefüllt haben. Ne? Du kannst nicht drei Sachen, also wirklich alles muss ausgefüllt sein. Dann kann man drücken. Ja. Okay. Und reasonable ausgefüllt, nicht irgendwie irgendein Scheiß rein. Ja, okay. Let's go. Gefangen. Let's go. The final round. Oh, oh nein! Ja, das war's, ja. Gibt nichts mit U. Mir fällt nichts mehr ein. Man ist immer so blank auf einmal. Wie heißt denn das Uni? Mir fällt Unimog. Ich hab Unimog so oft gehört, ne? Aber ich weiß nicht, wie man schreibt. Nee. Wer hat gedrückt? Oh, nein. Wer war das? Wer hat gedrückt? Una. Ja, Maluna, was oder? Ich hab gesagt ja gerade. Una, was ist ein Una? Eine Stadt? Ach so. Hä? Also mit dem ganzen NRW-Zeug, Ja, hey, was kann ich denn dafür? Oh, niemand hat Ungarn. Nee, als ob wir zweimal
Usbekistan haben. Warum haben wir denn Usbekistan? Warum nimmst du Usbekistan? Warum hast du das genommen? Du nimmst Tarantel und Usbekistan. Ja, was ist denn los? Du nimmst das. Oh, wir haben so Ungarn, Ukraine und hier so Usbekistan, beide. Ukraine, ja. Alter, fuck. Ach, Mann. Es war einfach legit so das erste in meinem Gehirn, so Usbekistan. Es hat einfach ja, Sinn ergeben. Okay. Oh, ja. Ich hab vergessen, dass Unge existiert. Unge, ja, oh nein. Ja. Unsympathisch, Stiffer. Oh Mann, wenn man da so drin ist, dann ist es so voll leerer Kopf einfach. Das stimmt, so ist es bei mir immer. Uno Online! Wow. Können wir auch mal spielen. Undertale, Undying. Ist Underworld nicht ein Film? Ja, und ein Videospiel. Ach so, ja. Ja, gut, dann passt's ja, ne? Ja. Ist tatsächlich eins, ja. Kleber. Stimmt, ist auch eine Marke. Oh no. Nein, der Uhu! Da ist das Tier! Scheiße! Oh, stimmt, Uhu ist ein Tier. Ach, warte, ich hab ein Tier, ne? Moment. Oh, das hätte ich ja gern, ey. Oh, Mann, oh. Aha, Blesk. Copypasta. Aha, stimmt. Ja, ich dachte mir, ab. Ist gut, ich habe an den oben gedacht und nehme mir ab. Mhm. Under the pine trees. Under the sea. Hm. Was ist Under the sea? Was ist denn das? Das ein Song ist von Ariel. Under the sea, lautlos unter Giganten tatsächlich. Das ist tatsächlich. Ah, ja. Was? Das ist lautlos unter Giganten tatsächlich. Mhm. Weißt du was? Ja. Legend at this point. Warum nicht? So wurde vorhin nicht gesagt, dass man Deutsch Das ist meine Lieblingsserie, soll. Hallo. Ja, man darf ja auch mal eine Ausnahme machen. Ja. Ach so, na gut. Also jeder kennt doch, also ab kennt, oben hätte ich eher angestrichen als ab. So, weil jeder kennt das doch als ab, oder nicht? Ich halt ja, oben. Ein bisschen kantig. Ja. Eigentlich schon, ja. Ab finde ich na gut. Underworld ist ja auch Unterwelt. Gut, wird trotzdem zählen, ja, aber. Ja, aber der Film heißt ja, Underworld, auch auf Deutsch. Ist das mit Vampire gegen. Ja, war das ja, genau. Underworld? Ja, ne? Aber wenn das Video spielt, Underworld heißt so Overwatch, übersetzt du doch auch nicht, hä? Also, wenn es ein englischer ein Name ist von dem Videospiel, dann. Das war ein Joke. Okay, den habe ich nicht gerafft. Under the Pine Trees. Was ist Under the Pine Trees? Ist das nicht so ein Film, der recently rausgekommen ist? Sag mal, Plot, was passiert in dem Film? Keine Ahnung, ich habe nur Werbung dafür geguckt. Wer spielt da mit? Sag mal einen Schauspieler. Wir könnten übrigens alle noch Songtitel als Kategorie machen, finde ich. Oh nee, das kann ich nicht. Veto. Okay. Ja, oh nee, Alter, mein Gehirn schaltet da direkt auf aus. Wir könnten Schauspieler oder Influencer so machen oder sowas. Aber das ist ja so Personen des öffentlichen Lebens vielleicht. Den Film gibt's nicht, schreiben ein paar Leute. Aber Under the Sea? Under the Pine Trees. Nee, Under the Pine Trees gibt's, ja. Aber Under the Sea gibt's. Das glaube ich, Maluna. Under the Sea ist halt einfach eine Deko. Vor allem, so Lumenti sagt einfach, ja, das ist ein Film, der Doku, ist gut. Der ist gesagt, ist das nicht ein Film, der vor kurzem rausgekommen ist? Ja. Also, ja, aber nein, ich find, dass du mich jetzt so vor den Bus schubsen musst, Matteo, ich werde jetzt nur noch deine Sachen trash talken. Du hast Laser angefeindet, du meinst, Laser ist Quatsch. Das stimmt, ich habe das, das habe ich nie gesagt. Das hast du gesagt? Ich habe es vorgelesen und gelacht. Ich habe siehst du, das ist... Also ich finde, Songtitel könnte man genauso sich erraten, sage ich mal, so ein bisschen wie solche Sachen. Ja. Aber ja, ich glaube, bei, also wäre schon cool. Aber so Influencer ist halt wie Streamer, wisst ihr? So ein bisschen zumindest, ist ähnlich. Nicht alles, aber trotzdem. Unterhose vollgestrollen. Ja. Unterhose vollgestrollert, also. Ja, das ist, wenn das kein Grund ist, dann weiß ich nicht. Also ich finde, da kann man ruhig noch... U-Bahn ist ausgefallen. U-Bahn ist ausgefallen, das ist noch nie passiert in Deutschland. Das ist tatsächlich... Ja, aber nee, jetzt mal, Moment. Wer kommt denn zu spät, weil er seine Unterhose vollstrollert? Hä? Danke? Du gehst aus dem Haus. Kackst dich ein. Du rennst zur Ampel und dann merkst du auf einmal, oh Mist, ich hab ein bisschen Pipi in meine Hose gemacht. Ja, Matteo, da hast du mich schon verloren, weil das passiert mir tatsächlich sehr, sehr selten. Ja, aber das ist aber ein Grund. Und dann, du willst doch nicht mit vollgepinkelter Unterhose so einen ganzen Tag arbeiten. Dann rennst du zurück, ziehst dich um und kommst ein bisschen zu spät. Chat, seid ihr schon mal zu spät gekommen, weil ihr euch eingepinkelt habt? Kann Wer sein, von euch hat schon mal eingepisst?
dass Matthäus safe schon mal passiert ist? Wer von euch hat sich nochmal abgebissen? Jedes Mal, wenn der Stream zu spät angeht. Oder was? Aus Versehen. Oh, so, Leon so, ah Mann, ich muss wieder länger streamen, weil Matthäus schon wieder eine Hose gemacht hat. Wenn ihr euch nächstes Mal fragt, warum ist Matthäus zu spät zum Stream? Nein, er darf eins in den Chat zu schreiben. Wenn ich das nächste Mal zu euch komme, würde ich gerne an Leons Platz sitzen. Oh Mann. Ich habe so einen Stuhl mit so einem Loch in der Mitte. Ach so. Und er strahlt trotzdem in die Hose rein. Aber komm, das ist jedem Menschen schon mal passiert. Das ist menschlich. Ja. Dass man, ah, so. Ja. Ich bin ja auch in einem anderen Alter als ihr. Bei mir ist ja auch schon. Da wird es schwierig dann schon mit dem Anhalten und so. Ne? Genau. Jo. Lesk, Ursuppe. Jetzt müssen wir mal drüber reden. Na, Ursuppe. Was? Ursuppe sehe ich gar nicht. Siehst du gar nicht. Weg damit. Ja, aber was ist, wenn du... Bonjour, Chat, seid nicht befangen. Der Balken muss komplett rot sein. Das ist eine aminosäurehaltige Lösung. Ich glaube, die sollte man wirklich nicht trinken. Bless, du glaubst also, dass der Bonjour Chat für mich votet? Also alle Roten sind nur hier aus dem Chat, safe. Ungedünsteter Fisch mit Reis. Okay, wow. Also mit Reis ist hey, warum wird denn Umami weggevotet? Ja, Umami also, ist... Ja, tatsächlich ist das eine Geschmacksrichtung quasi. Genau, ich weiß nicht, warum das die ganze Zeit in meinem Kopf war. Ich habe es einfach, keine Ahnung, kann man ruhig auf Rot machen. So. Weil wir, dieses Chef Iron Chef also geguckt haben und da hat dir dauernd gesagt, Umami. Ja, wirklich, also sonst können wir ja gar nichts nehmen. Wisst ihr, wie ich meine? Also Udon-Nudeln. Ja, das Udon, Ding ist, Chat ist nicht so, die verstehen nicht so Spaß heute leider. Manchmal ist es lustig, wenn so ein paar Sachen. Aber Udon-Nudeln wären echt strong gewesen, ja. Aber ungedünsteter Fisch mit Reis, actually eine krasse Antwort. Ja, es ist immerhin kreativ so, also im Vergleich zu den anderen Sachen. Warum ist es rot? Warum ist es rot ungedünstet? Oh mein Gott, ungarisches Gulasch. Weil Chat ein bisschen grantig ist. Also das... Ja, also ungedünsteter Fisch. Das würde ich safe lassen. Wenn ich voten würde, wäre das grün. Ich hätte ihn. Zack, und es wird grün. Ja, guck mal. So. Gerechtigkeit. So dünsteter Fisch mit Reis. Was ist ungedünstet? Na, es ist doch selbsterklärend. Nicht gedünstet. Es ist halt nicht gedünstet, ne? Ungedünstetes Fleisch. Ich hab ihn hingehalten. Na gut. Ukulele auf den Kopf von Chef gehauen. Ja, aber das. Ja, Uwe sehe ich auch nicht, muss ich sagen. Aber so, also jetzt komm aber mal, jetzt komm mal her. Lies dir das doch mal durch. Da wirst du auf jeden Fall rausgeschmissen, wenn dir das passiert. Also Uwe ist mit dem Gabelstapler in das teure Lagerregal gefahren. Ich hab ihn hingehalten. Ach so. Hey, ich finde es übel geil, als jetzt ob das Chat rot wird. Nicht What du wurde gekündigt, sondern du. Also Chat, wenn ihr das rot macht, ganz ehrlich, dann seid ihr scheiß Noobs. Da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Ja, also manchmal muss man den Chat auch ein bisschen beschwichtigen und erklären, damit so... Nee, Chat halt Maul, mach grün jetzt. Das Spiel ist eigentlich gar nicht da, um die ehrliche Meinung der Chatter zu erfragen, sondern eigentlich nur sie zu beeinflussen und zu daytrippen. Das ist also richtig. Das ist Stadtland Überzeugungsarbeit. Aber Rest passt oder Ukulele auf den Kopf von Chef gehauen, ja, Urlaub vergessen anzureichen, aber trotzdem eine Woche daheim geblieben, auf jeden Fall. Oh, das ist echt gut, das finde ich cool. Die Mitarbeiter, klar. Ununterbrochen gefasst. Das finde ich geil. Ich nach dem Chip gestern. Ja, wir mussten den kündigen, der hat die ganze Zeit gekotzt. Ja, finde ich gut. Das ist nice. Okay, geil. Dann, was kommt jetzt? Ja, Uhu. Uhu. Unterwasserschnecke, das ist kein Tier. Das ist kein Tier. Juckt wie ja Lumenti runterredet. Warum denn nicht? Nee, gibt doch Unterwasserschnecken. Ach, das von Lumenti habe ich gar nicht drauf geachtet, hä? Unterwasserschnecken. Was ist das? Na, eine Unterwasserschnecke halt. Nicht eine, die am Land kriecht, sondern unterwasser. Ah, ja, also Google hittet auch ein bisschen was. Ja, aber weiß jetzt nicht, true, ob die sind so schön bunt, lol. Google das mal, das gibt's wirklich. Unterwasserschnecke. Die sind richtig bunt. Lumi ist Fullmute, oder? So aussehen. Lumenti ist Fullmute, weil sie kann das nicht verteidigen. Sie weiß das. Die erklärt gerade Unterwasserschnecke. Also. Sie googelt gerade. Nee, die gibt's wirklich. Auch gerade gegoogelt. Ja, das ist ja, mir schon klar, dass es Schnecken gibt, die unter Wasser leben. Und dass man sagen kann, Unterwasserschnecke. Aber das ist ja nicht, wie das Tier heißt. Ja, aber das heißt ja so. Leute, ich sag euch, wie es ist. Ich hatte keine Ahnung. Also ich wusste nicht, wie man Unterwasserschnecke anders nennen sollte als Unterwasserschnecke. Meeresschnecke vielleicht? Ja. Meeresschnecke. Aber ich bin auch nicht böse, wenn es rot wird.
Ich schon. Weil Uhu ist halt einfach so, I don't know. Ja, aber ich habe da was nicht gegoogelt. Das ist legit. Ich kann nicht fassen, dass alles von mir durchgegangen ist. Wie ist der ungedünstete Fisch eigentlich durchgegangen? Keine Ahnung. Null Plan. Hä, der ist doch legit, der ungedünstete Fisch. Nimm das hier. Der ist einfach roh. Okay, danke, Leute. Nein, wollte den nicht da. Warte mal, warte mal, warte mal. Moment mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das werdest du es erst sagen dürfen, als die Runde durch war. Das wird jetzt gekämpft. Der flippt noch rot, der flippt noch rot. Oh nein. Ich schließe es jetzt. Oh, Maluna 100? Er verdient. Maluna 100. Die hat gecasht gerade. Die hat gecasht. There we go. Yeah. Oh. Let's go. Ja. Gerechtigkeit durch die Unterwasserschnecke. Danke, Chat. Liebe euch. So. Glückwunsch, Lumenti. Verdient.